Jo Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist Montag, aber bei euch ist Dienstag, weil ich nehme mal einen Tag versetzt auf. Also ich nehme heute auf, schneide morgen und lade es morgen hoch. Also am Dienstag. Und ich sitze jetzt noch in meinem Zimmer. Es ist um 8.23 Uhr. Ich muss gleich los zum Bus, weil ich heute noch in die Schule muss. Also ich muss heute zur Schule. Und heute Nachmittag gehe ich wahrscheinlich noch im Baumarkt und gucke noch ein bisschen wegen so einem kleinen Projekt hier in meinem Zimmer. Und ich melde mich wieder, wenn ich aus der Schule zurück bin. Ciao. So Leute, ich bin jetzt fertig mit der Schule. Ich bin wieder zu Hause, stehe wahrscheinlich da, wo ich immer stehe. Und ich wollte eigentlich noch im Baumarkt, was ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr mache, weil ich jetzt auch gleich lernen muss und danach... Weil ich jetzt auch wahrscheinlich lernen muss. Und ja. Aber wahrscheinlich, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hier dieser Tisch, dieser kleine, der vor meiner Couch steht. Da seht ihr, sind ja schon so ein paar Sticker drauf. Und ich wollte mir auf Amazon so ein 100er Pack voll mit so Stickern bestellen und den ganzen Tisch damit so zubomben. Also komplett vollkleben. Und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, also einfach in die Kommentare schreiben, ja oder nein, ob ich das machen soll. Weil ich bin mir noch nicht ganz sicher und ja. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Und eigentlich wollte ich ja heute so eine kleine, wie nennt man das, so eine Kabelklemme oder so kaufen. Also so ein kleiner Haken mit dem Nagel, dass man Kabel in die Wand machen kann. Weil das ist mein Setup zurzeit. Also hier. Und da sind halt schon ziemlich viele Kabel, die da einfach so rumhängen. Und da hinten. Und ja, da wollte ich ein bisschen Kabelmanagement reinbringen. Also ich meine, ich mache mir sowieso bald ein neues Setup, warte. Also zu Weihnachten hol ich mir einen neuen Bildschirm. Der kommt dann hier hin, den kann ich ja mal einblenden, genau jetzt. So, genau. Und der Schreibtisch kommt ja auch komplett weg. Also da kommt ein komplett neuer Schreibtisch hin, weil der hier ist mir zu klein. Da passt dann auch der Bildschirm nicht hin, weil das ist ein 24 Zoll, also der nicht, das ist 18,5. Aber der dann da hinkommt, das ist ein 24 Zoll Bildschirm. Und der wird da nicht raufpassen auf die Ablage mit der Schräge. Und deswegen auch einen neuen Schreibtisch. Den würde ich auch gerne einblenden, aber das geht leider nicht, weil... Das ist, also den kann man nicht einfach so kaufen, den macht mein Opa mir selber. Weil ich habe keinen Schreibtisch gefunden, der genauso groß ist, dass er hier... Es wird so ein Eckschreibtisch, also hier kommt so eine Ablage. Und dann hier so eine große Fläche, aber ohne so ein Podest, also ganz flach. Und dann in weiß und hier unten noch so ein paar Fächer, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich keinen gefunden, der da genau in die Ecke passt, weil das muss ja mit der Schräge passen. Und ja, deswegen baut mein Opa mir einen, der da perfekt reinpasst. Sonst hätte ich den jetzt auch eingeblendet. Aber ja. Und ich gucke mal, was ich jetzt noch machen werde. Auf jeden Fall muss ich gleich noch ein bisschen lernen. Und ich melde mich einfach irgendwann wieder oder... Ich mach mir jetzt erstmal was zu essen, Leute. Ich mach mir jetzt was zu essen und nehme euch mit. Also. Ah, ich habe noch eine gute Idee. Also. Ich mach mir jetzt was zu essen und wir teleportieren uns jetzt in die Küche. So, haben wir uns auch erfolgreich in die Küche teleportiert. Und ich koche mir jetzt hier was zum Mittag, weil ich noch nichts gegessen habe zum Mittag und mache da einen Zeitraffer von. Freunde, mein Essen ist jetzt fertig. Geschmackstest. Schmeckt gut. Hätte ein bisschen mehr Salz reinkommen, aber ja. Auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall Danke sagen für die 75 Abonnenten, die wir jetzt schon sind. Und es werden auch jeden Tag mehr. Und ich freut euch schon mal auf so ein Abonnenten-Special, wenn ich die noch erreiche. Das wird nämlich ein interaktives Video, also so eine Art Spiel,
wo am Ende des Videos immer zwei Möglichkeiten zur Wahl stehen und dann weitere Videos verlinkt sind und dann immer so weiter. Also ihr versteht das schon, denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, versteht ihr schon. Und das wird auf jeden Fall cool. Und wenn wir dann noch die 150 erreichen, dann verlose ich eine 10 Euro Paysafe Card oder so. Ja, 10 Euro Paysafe verlose ich dann. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr auf jeden Fall das Abonnenten-Special sehen wollt mit dem interaktiven Video, dann teilt das Video mit allen euren Freunden am besten. Und ja, und für die 150 Abonnenten müsst ihr auch ein bisschen was machen. Also immer schön teilen, teilen, teilen. Und dann gibt es auch die 10 Euro Paysafe-Verlosung. Wenn ich das machen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also Tisch und Paysafe-Verlosung in die Kommentare. Ich esse jetzt erstmal was. Und ja, ciao. So Leute, ich habe jetzt aufgegessen. Und ich fahre jetzt doch zum Baumarkt, weil ich irgendwie doch erst Lust habe und nicht weiß, was ich machen soll. Und dann nehme ich euch auch mit und ich hole jetzt mein Fahrrad und dann fahre ich zum Baumarkt. Juhu. So, ich habe jetzt mein Fahrrad geholt und ich fahre jetzt zum Baumarkt und ja. Leute, den Einkauf hätten wir dann auch erledigt. Ich habe mir jetzt hier so eine große Steckdosenleiste gekauft mit so einem Schalter, weil die kommt gleich da. Wartet. Hier hinter, hier mache ich die und die fest, damit, das muss ich noch runterbringen, damit das ein bisschen besser hier mit dem Kabel klappt, weil das ist irgendwie scheiße, wenn das da alles so rumliegt. Und das kommt da ran und das mache ich jetzt. Ja, ciao. So Leute, ich hab die Nein! Oh! Scheiße! Fuck! Ja, zumindest die Hälfte hält. Ich habe jetzt da hinten diese große angebaut, dass ich hier nur so reinfassen muss und dann ausmachen kann. Und die Kabel, wenn ich dran hab. Und hier habe ich die. Da habe ich die versucht festzumachen. Die fällt alle scheiß 10 Sekunden fällt die da wieder ab. Ich verstehe das nicht. Doch mal kleben, Alter. Ah! Alter, ich krieg die Krise, ne? Ich habe jetzt hier dieser kleine Nippel hier, ne? Der hat ungefähr so weit rausgeguckt. Der hat verhindert, dass die scheiß Steckdose da kleben bleibt. Die habe ich jetzt einfach abgeschnitten. Und ab in den Müll mit der Kacke, Alter. Boah. Hält die Scheiße denn jetzt? Endlich. So. Da ist die große, die ich gerade gekauft habe. Und hier ist die... Ja. So, das ist jetzt hier alles noch nicht final fertig. Weil... Ich ja eh einen neuen Schreibtisch und einen neuen Bildschirm bekomme. Und dann mache ich das hier eh alles nochmal neu. Das ist jetzt nur übergangsweise, damit es hier wenigstens ein bisschen Ordnung ist. Und ja... Fertig, würde ich mal sagen. So Leute, ich bin jetzt hier schon beim Schneiden vom Vlog. Ja, jetzt schreiben schon wieder, Windows Movie Maker. Ja, ich weiß, damit kann, also meine Vlogs schneide ich immer mit Windows Movie Maker, weil es so schön einfach ist. Und das schneide ich, also das von gestern, das Video habe ich hier mit Camtasia Studio 9 geschnitten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Genau, am Donnerstag. Ciao.